Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Tycoon. In der letzten Folge habe ich so diesen Kunden platt gemacht. Und jetzt müssen wir seiner Frau helfen, die in Not geraten ist. Antonios Frau, Gabriela, hat Ärger mit dem Kartell. Genau. Falls wir sie rausholen, kann sie vielleicht einige unserer Wissenslücken füllen. Da kommt ein Heli. Hat Pacatari um ein Fahrzeug gebeten. Buenas, amigo. Hier ist euer Heli. Ah, gut abgewockt, Junge. Meine Fresse. Soll ich... Nein! Nein! Ach Mensch, wie soll ich denn dort fahren? Ich hab da keine. Ich bin am überlegen, ob ich noch schnell diese Helis soll. Was mit der Scheiße? Ja, genau. Sag ich mal, los, noch einmal drin, genau. Weil so was ist das denn so hier lang? Oh, der Heli ist weg. Ah, ist egal. So kleine Mission nehmen wir jetzt immer wie diese Nachschublieferung sichern und so, das ist nicht so schlimm. Wir retten erstmal die Frau von dir. Mein Panzer war. So, die Frau wird hier drin sein. So. Was war denn das? Alter, da hat mich einfach über den Haufen gefahren. So, ein Penner. Los geht's, bleiben Sie hinter mir. Ja, pues, vamos! Na komm, Alter. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Komm, steig ein. Gib ein Zeichen. Eröffne das Feuer. Steig mir ein. Bombo. Alter. Komm, 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 Mutti, komm, steig hier ein. Komm. Oh nee, hä? Die steigt wirklich nie ein. Oh, shit, sind die Kocher oder was? Komm. Tango am Boden, hey, Genasse. Los! Ich wirklich mit diesen kleinen hässlichen. Ich etwas sagen dürfen. Die werden mich lebendig verbrennen. Ihnen passiert nichts. Ich verspreche es. Es war nicht immer so. Als ich Antonio traf, war er ein Schatz. Er schrieb mir Briefe. Niemand schreibt mehr Briefe. Er schon. Ich habe mich lustig gemacht. Mache ich jetzt nicht mehr. Drogengeld ändert Menschen. Nein, dieses Leben. Man überlebt nur, wenn man auch Augen im Hinterkopf hat. Dann hört man auf, nach vorn zu sehen. Sie bekommen eine zweite Chance für ein neues Leben. Ich kann vielleicht umziehen. Ich kann mein Aussehen ändern. Und auch meinen Namen. Aber das ist kein neues Leben. So, Wolchings. Einfach schneller.
Die kann ich ja gar nicht gebrauchen hier, ja, die scheiß Unidad. Ich fand das jetzt einfacher als wie die vorhergehende Mission. Aber die war schnell eingesackt, außer dass er nur eben in die Karre reinspringen wollte. Okay, hier sind hässliche schnelle Plätze. Und dafür mal schnell Tausender verdient, das ist so ganz gut, oder? Mich natürlich auch weiter zum großen Boss halt, ne? Da ja irgendwann mal dran sein müsste. So. Guti. Sicher. Sie werden Antonio nie wiedersehen. Niemals. Er ist auf dem Weg in ein amerikanisches Gefängnis, wo er den Rest seines Lebens bleiben wird. Die nächsten 70 Jahre. Er wird auf die gleichen Wände starren, ins gleiche Klo pissen und mit sich selbst sprechen, bis er endlich seinen Verstand verliert. Sein Leben ist vorbei. Aber Sie haben noch eine Wahl. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt gehen. Natürlich wird man Sie umlegen, bevor Sie auch nur 10 Schritte gemacht haben. Und was, wenn ich nichts weiß? Also immer schön über die Schulter schauen. So. Das hat mir auch erledigt. Genau. So, dann verabschiede ich mich schon mal. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ihr könnt ja einen Kommentar da lassen. Oder sogar ein Abo, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Ghost Recon. Bye bye.